Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, liked das Video. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Modell für euch vorbereitet. Darf ich präsentieren? Carla. Take a seat. Hallo. Hallo. Schöne Haare. Wir färben sie heute ein bisschen heller, habe ich gehört. Ja. Urcool. Carla hat sich über Instagram gemeldet. Ich mache immer wieder so Shoutouts, brauche ein Modell für ein YouTube-Video. Diesmal machen wir Balayage. Um genau zu sein, machen wir ein Foliage. Das ist ein Balayage mit Folie. Das heißt, es wird ziemlich hell heute, wie man sieht. Sie hat komplett jungfräuliches Haar, wenn du dich ganz leicht nach links drehst mit dem Kopf. Ungefärbt, nur durch die Sonne in den Längen und Spitzen ein bisschen heller geworden. Wir werden heute hier einen Farbverlauf einarbeiten, dass es in dem Bereich auch ein bisschen heller wird. Die Ansätze bleiben eher so, wie sie sind. Und vorne an der Kontur machen wir ein schönes Face Framing, damit sie hier die hellste Stelle hat. Bist du bereit? Ja. Bist du sehr aufgeregt? Ja. Das glaube ich dir sofort. Wann hast du denn das letzte Mal die Haare gefärbt? Wie lange ist das her? Wie ich 13 war. Okay, also krass. 11 Jahre. Okay, ja. Heftig. Ziemlich lange her. Dann wird es Zeit für eine neue Haarfarbe, oder? Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Ich habe die liebe Carla schon eingepackt. Bevor wir die Haare heller färben, werde ich ihr noch ein gutes Stück abschneiden. Wir machen heute einen Long Bob, so circa so Schlüsselbein lang, oder? Ja. Ist das okay? Ja, das passt super. Perfekt. Und ja, wie gesagt, vor dem Färben, damit wir das nicht unnötig einfärben, schneiden wir sie einfach noch ein bisschen. Carla, wenn du jetzt die Schultern zurückgibst und dein Kinn so weit du kannst hinunter, so ist perfekt. Carla, aufgeregt? Sie war 13, als sie das letzte Mal Haare gefärbt hat. Wir fangen hinten im Nacken an zu färben, an der dunkelsten Stelle. Und es geht auch schon los. Ich möchte euch davor noch sagen, was ich hier an Blondierung vorbereitet habe. Das Extra Lift Powder von La Biosthetique. Nicht mit der Blond Lotion 6%, sondern heute mit der Tint Lotion, weil mir die Blond Lotion ausgegangen ist. Aber ihr werdet sehen, auch die Tint Lotion macht ein extrem geiles Blond, eine urschöne Aufhellung. Mit dabei sind 2 Ampullen PCC, damit die Haare nach dem Blondieren vielleicht sogar schöner sind als vor dem Blondieren. Hört sich doch großartig an, oder? Mhm. Okay, auf los geht's los. Los. Ich bin fertig mit dem Auftragen. Hier vorne habe ich ganz, ganz feine Abteilungen gemacht und das Ganze natürlich auch toupiert fürs Face Framing. Das Ganze lassen wir jetzt noch ungefähr 10 bis 15 Minuten einwirken. Dann aber können wir hinten schon einmal abspülen und durchkämmen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt aufs Ergebnis. Ich glaube, du auch. Ja, sehr. Wie gesagt, das letzte Mal mit 13 gefärbt. Wird super geil heute. Alright. Die Einwirkzeit ist vorüber. Wir können anfangen, im Nacken die Haare abzuspülen. Die Farbe abzuspülen. War, 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 war. Ona yardımcı olayım. Ver Bilal. Bilal. Ya bu ne ya?
die Haare bleiben dran, keine Sorge. Wenn du dich ganz zurücklehnst, bitte, yes. Das Glossing auftrage, werde ich ihr die Haare einmal gut durchwaschen mit dem Interactive Shampoo von La Biostetik. Ich habe hier mein Glossing mit Color & Gloss von La Biostetik. 15 Gramm Light Pearl, 15 Gramm Light Beige und 30 Gramm Tone Lotion und das tragen wir jetzt noch auf und kämmen anschließend die Haare durch. Das Glossing lassen wir ungefähr 15 Minuten heute einwirken für ein schönes, kühles Ergebnis. Die Einwirkzeit vom Glossing ist vorüber, jetzt spülen wir das Ganze ab und dann schließen wir ab mit Protection Cheveux Complex Mask Intense. Davor kommt natürlich noch das Complex Deux Spray drauf. Es geht schon los. Jetzt noch einen schicken Schnitt. Carla sieht ihre Haare jetzt noch nicht. Sie sieht ihre Haare erst, wenn wir mit dem Föhnen und dem Styling fertig sind. Das wird super aufregend. Und ich darf jetzt ohne Spiegel arbeiten. Wir die Haare föhnen, kriegt die liebe Carla noch das Smoothing Styling Fluid aus der Frizz Control Serie von La Biostetik ins Haar. Das ist das Endergebnis, ausgeföhnt. Wie man sieht, richtig schöner Übergang, tolles Foliage. Carla hat extrem dichte Haare, deswegen müssen wir die Spitzen jetzt noch ein bisschen pointen, damit das Ganze nicht zu dreieckig wird, sondern eine etwas ovalere Form annimmt. Es geht schon los. Danach machen wir noch Beach Waves. Okay Leute, so sieht das Ganze im glatten Zustand aus nach dem Point Cut
Und bevor die Carla sich selbst sehen darf, machen wir jetzt noch Beach Waves, was da natürlich nicht fehlen darf, von Labiositik, das Curl Protect and Style Spray. Ein Hitzeschutz extra für Wellen mit Hot Tools. Bevor wir das Ganze aufkämmen, noch ganz ein wenig ein Glossing Spray von Labiosthetic in die Spitzen. Sieht so mega nice aus. Schaut euch das einmal an. Carla kann es, glaube ich, auch kaum erwarten, sich selbst zu sehen mit den frisch gefärbten Haaren. Bist du bereit, Carla? Ja. Soll ich von 3 runterzählen oder von 1 hinaufzählen? 3? 3? Ja, runter. 3, 2, sie ist uraufgeregt, sie packt es gerade gar nicht. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sah so anders aus. Gerne. Ihr Paul, oder? Oh mein Gott. Ganz heftig. Ganz, ganz heftig. Schau mal, so schaust du von hinten aus jetzt. Oh, schön. Urtoll, oder? Ja. Schau, wenn du dich zu mir drehst, ich gebe dir den Spiegel in die Hand, dann kannst du es dir etwas genauer anschauen. Boah, krass, oder? Ja, schaut richtig geil aus. Voll schön in deine Haare. Urcool. Finde ich auch. Mal. Erzähl mal, was sagst du jetzt? Haben sie schon gewirkt oder jetzt hast du schon realisiert, dass sie komplett anders ausschauen? Ja, oder? Schon. Aber jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe, bin ich aufs Neue so, wow. Was ist los? Ja. Was ist passiert? Nein, ich bin echt sehr happy. Freut mich. Danke. Freut mich extrem. Ja. Ich habe hier noch ein Produktpaket für dich vorbereitet. Dankeschön. Für die richtige Heimpflege. Dankeschön. Ein Shampoo und eine Intensivpflege. Und ja, wenn du dich kurz nochmal zur Seite drehst, Leute, schaut euch mal diesen richtig nicen Verlauf an. Es ist wirklich richtig, richtig schön geworden, das Foliage. So ein Ergebnis erzielt man natürlich nur dann, wenn man ungefärbte Haare hatte. Quasi ein Künstler kriegt ja auch nur ein perfekt gemaltes Bild hin, wenn man ihm eine weiße Leinwand bringt. Zum Zeichnen. Weise Worte. Wenn davor schon rumgekritzelt wurde, dann wird das eher schwierig. Alright, Leute, liked das Video, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!